Es geht weiter mit dem Büro-Vlog Teil 3. Ich habe gerade den zweiten Teil auch bei YouTube hochgeladen. Wenn ihr also den nochmal irgendwie sehen wollt, dann ist er auf YouTube jetzt verfügbar. Ich mache hier gleich auch nochmal die Story. Und jetzt warte ich gerade auf Steph und dann fahren wir in den Baumarkt und dann schaue ich mir, wie gesagt, wie gestern schon erwähnt, ein paar Küchenplatten an, die ich dann einfach als Bürotisch umfunktionieren werde, weil die halt auch beschichtet sind und dann brauche ich da nicht auf so ganz normalen Holz arbeiten. Deswegen hatten wir uns eigentlich für so eine Küchenplatte irgendwie entschieden. Aber mal schauen, ob es das überhaupt wird, weil, wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, was es da so für Muster gibt. Vielleicht gefallen mir die auch gar nicht. Deswegen, wir gucken jetzt einfach mal ganz entspannt nach. Meine Tochter kommt auch mit und dann machen wir uns so einen kleinen Baumarkt-Shopping-Ausflug. Wie ihr es gerade eventuell schon im Baumarkt gesehen habt, huch, das Licht flimmert hier, it's not flicker free, habe ich mich für diese Arbeitsplatte entschieden. Es ist wirklich nicht flicker free, das Licht hier. So eine Terrazzo-Arbeitsplatte. Oh Gott, da wird meine Karre bei. Jetzt nochmal ohne Licht. Ich hoffe, man sieht was, aber ihr seht es ja auch dann spätestens, wenn sie in meinem Büro aufgebaut ist. Die ist jetzt noch zu lang. Die ist jetzt noch 2,46 mal 63. Und ich brauche eine, die 1,92 Meter ist, glaube ich. 1,92 Meter oder 93, irgendwie so, damit sie in meine Ecke passt. Damit sie, ihr wisst es, hier reinpasst. Bis hier dran. Das wird der Plan, oder das ist der Plan. Und dann passt auch noch die Kommode hier so schön hin. Genau. Und das von der Tiefe passt es auch perfekt. Ich hatte ja eben 63,5 gesagt und ich habe hier dann noch ein bisschen Spielraum. Hier wird eine hinpassen von der Tiefe 65 ungefähr. Habe ich also noch hier mit der Wand ein bisschen Spielraum und kann die Kommode noch ein bisschen mehr dahin rücken. Yes, upsli. Upsli, jetzt lasse ich hier alles zum Einstürzen bringen. Und dann kann das auch alles erstmal hier eingeräumt werden, wenn die ganzen Schränke hier unten stehen und so. Ah, ich freue mich. Ich bin gerade auf einem Städtetrip in Barcelona für eine Nacht mit meiner Schwester und kann dementsprechend heute und morgen nicht das Büro weitermachen. Aber ich habe gerade mit Steph und meiner Tochter gefacetimed und ich habe gesehen, dass sie in meinem Büro rumwerkeln und ich nehme ganz schwer an, dass Steph nicht die Finger davon lassen konnte und schon mal die Arbeitsplatte abgeschnitten hat und eventuell auch schon angebracht hat. Er hat es mir noch nicht verraten, aber ich habe es an der Wandfarbe gesehen, dass sie da im Büro gearbeitet haben und bin gespannt, wenn ich morgen Abend oder ja, Sonntag nach Hause komme, was denn da passiert ist und ja, jetzt bin ich genauso gespannt wie ihr. Hola! Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Ich bin wieder zurück aus Barcelona, wie ihr seht. Es war sehr schön, ich bin wieder sehr erholt und sehr glücklich einfach und kann jetzt wieder mit voller Power hier weitermachen. Ich bin gerade dabei und räume die Möbel ins Büro, also die Möbel, die hier oben bei uns im Flur stehen. Die habe ich leergeräumt und verschaffe sie gerade, transportiere sie gerade, hief sie gerade ins Büro und dann kann ich nämlich da alles schön in die Schränke räumen und dann wird es hoffentlich ein bisschen ordentlicher und ich nehme euch mit.
Und glaubt ihr, ich kann zaubern? Passt mal auf. 3, 2, 1, tada! Wenn es doch nur immer so einfach gehen würde, oder? Ah, Freudentanz. Die Möbel sind weg. Sie sind alle weg. Ich habe sie alle weggeschafft. In dem letzten war noch so, da war noch so Kram drin, den man so ansammelt über die Jahre und nicht so richtig weiß, wohin damit. Und das war so unsere versteckte Schublade, sag ich mal. War ein ganzer Schrank, wenn ihr, ne, ihr kennt es. Schrauben, Gardinen, Haken, Farbe, alles Mögliche. Und jetzt sind die Bilder auch viel zu klein für diese Wand. Und ich muss ehrlich sagen, der Flur ist auch viel zu groß jetzt. Das war auch noch so ein Rest, der da drin war. Da waren noch so ein paar Malsachen, Utensilien und sowas. Jetzt muss ich erst mal gucken, was ich hier stelle. Das ist ja sonst hier viel zu groß. Und hier muss ich einmal herwischen. Denn da war unser Staubsauger. Der Staubroboter. Die Station. Und da hat es ein bisschen gesuppt, glaube ich. Jo. So, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich diese Bilder mit nach unten nehme, die dort gerade an der Wand hingen. Und da habe ich jetzt mein Riesengemälde. Das stand die ganze Zeit hier in meinem Wohnzimmer und hat nie ein Plätzchen gefunden. Und ich glaube, so ist es ganz cool. Auch mit dem rosanen Vorhang. Orange, rosa, finde ich eigentlich ganz cool, so von der Kombi. Und da muss ich mal gucken, vielleicht gibt es ja so ein langes, tiefes Regal, was da so direkt drunter passt. Genau. Ja, bin ich gerade ganz zufrieden mit. Ist noch zu leer, aber so gerade erstmal so geht's. Und vor allem mit dem Bild, das ist echt groß. Das ist, was ist das? 1,20 x 1,20, glaube ich, oder 1,20 x 1 Meter oder irgendwie sowas. Ja, das gefällt mir so erstmal. Jetzt packe ich mal die Möbel ins Büro. Die stehen nämlich gerade noch hier einfach nur im Eingang, so ganz lost stehen die hier rum. Und die packe ich jetzt ins Büro. So, welcome to your new crib, würde ich sagen. Wir begrüßen Sie alle in meinem unordentlichen Büro. Die Arbeitsplatte zeige ich euch gleich. Diese Bilder, habe ich ja gesagt, kommen mit. Und die stelle ich jetzt, oder die hänge ich gleich noch an die Wand. Muss ich gleich mal gucken, genau wie und wo. Aber sehr gut. Jetzt können die auch alle wieder befüllt werden mit diesem ganzen Kram, der hier so rumliegt. Mega, oder? Und passt genau hier rein. An beiden Seiten noch 34 cm Platz. Tada, tada. Sehr schön. Ja, im ersten Teil habt ihr gesehen, wie ich diese Schränke hier befüllt habe. Da waren ja die ganzen Schubladen voll. Das ist mein alter Badezimmerschrank und da habe ich so die ganzen Sachen reingeknallt. Aber die möchte ich jetzt doch alle hier reinpacken. Sieht das nicht schön aus? Ich bin ganz begeistert. Das passt genau dahin. Damit ich nämlich hier an meinem Schreibtisch das alles für Papierkram und sowas nutzen kann, hier für die ganzen Ordner und so. Also davon habe ich ganz viel. Ich muss das alles noch irgendwie ein bisschen umklamüsern und sitze gerade wirklich zwischen. Ich sitze im Chaos. Man kann es buchstäblich, ja, kann man sagen, ich sitze im Chaos. Ich spanne euch jetzt auch gar nicht weiter auf die Folter und zeige euch jetzt die schöne Arbeitsplatte, die angebracht ist. Ich meine, ihr habt sie ja schon am Anfang des Videos gesehen, aber wie sie sich hier eingebaut macht. Ich drehe euch um. Ta 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 ta! Sie passt genau hier hin. Ich bin total froh. Schaut euch das an. Es ist auf den Zentimeter genau, ist sie hier angebracht. Was noch fehlt an dieser schicken Arbeitsplatte, ist noch hier so ein kleiner Silikonrand, damit es auch richtig schön bündig ist zur Wand. Meine schöne Lampe, die ist doch wirklich toll, oder? Wow, die passt auch so richtig hier von den Farben auch, finde ich hier total gut hin. Und ich bin sehr, sehr, sehr happy mit meiner Arbeitsplatte. Hier liegt noch ein bisschen Konfetti hoch. Ich habe nämlich gerade schon heute Morgen schon ein paar Happy Mails losgeschickt. Hatte ich auf Instagram schon gesagt. Und jetzt, ja genau, jetzt richte ich mir das hier so ein bisschen praktisch ein. Laptop, hier Ringlicht, da kommen die ganzen Papiere hin, glaube ich. Drucker, weiß noch nicht, bin auch selber ein bisschen überfordert. Staubsaugen. Bon, für heute ist es erstmal genug.
Die Schränke sind unten. Mein Auge juckt gerade irgendwie. Ich habe gerade meine Tochter von der Schule abgeholt. Und irgendwie, ich glaube, Heuschnupfen. Heuschnupfenalarm. die Schränke sind auch eingeräumt. Die Kommode ist eingeräumt. Das ganze Chaos, das ganze Bordell hier. Ich werde schon gerufen. Mache ich morgen weiter. Löcher in die Wand bohren und sowas alles. Dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Meine Tochter ruft mich. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.